Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 23. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten, und aßen mit ihm in seinem Hause und sprachen ihm zu und trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Hiob, Kapitel 42, Vers 11. Die Rotte jagte in gestrecktem Galopp über die Via Pellegrina nordwärts. Sie war am frühen Morgen aus einer Herberge eine halbe Tagesreise nördlich von Roma Aeterna aufgebrochen und hat ihr Tempo seither nicht wesentlich verringert. Irene ritt wortlos und den Blick stur gerade ausgerichtet neben Eliphas an der Spitze. Ihr offenes Haar flatterte wild im Winterwind. Als die neuen Reiterinnen und Reiter gegen Mittag eine Schenke ansteuerten, um Rast zu machen, drückte der Kompteur Padanu die Zügel seines Reittiers in die Hand und wies ihn an: »Siehe nach meinem Pferd und ich will die Gunst der Stunde nutzen und noch einmal mit unseren Gästen reden.« Wortlos nahm der Rottmeister das Pferd seines Vorgesetzten und führte es zum Stall, wo die anderen Reisenden bereits ihre Tiere mit Stroh abrieben und absattelten. Irene und Wittgenstein hielten sich dabei ein wenig abseits von den Beutereitern. Das Gesicht des Kompteurs war sorgenvoll, als er auf beide zustapfte. »Auf ein Wort, ihr beiden!« Beide sahen auf. Während Irenes Blick auf Eliphas ruhen blieb, räumte Wittgenstein gleichmütig seine Satteltaschen weiter auf und schob dabei wie nebenbei seine geliebte Pistole, eine Waffe des letzten vorsintflutlichen Jahrhunderts, in seinen Gürtel. Eliphas sah es mit Unbehagen, sagte aber nichts. »Ich wollte euch noch einmal sagen, wie froh ich bin, dass ihr beschlossen habt, mit uns aus Roma Aeterna wegzugehen«, begann er, und es war unüberhörbar, dass der Kompteur etwas auf der Seele lag. »Irene, du hast das vermutlich Kostbarste verloren, was ein Mensch verlieren kann«, brachte er schließlich hervor. »Aber es war richtig, wegzugehen. Er ist tot, und ihm ist nicht damit geholfen, dass du irgendwelche sinnlose Racheakte gegen wahllos ausgewählte Kirchenfürsten planst und dabei umkommst. Und zudem braucht dich deine Familie jetzt dringender. Ich bin sicher, Marie und der Kleine vermissen dich schon furchtbar.« »Er war ein Teil meiner Familie, Kompteur«, sagte Irene und sah ihn aus rot geweinten Augen an. Die Raphaelsländerin hätte längst keine Tränen mehr. »Aber du hast recht, ich werde nach Hause zurückkehren. Und du?« Der Kompteur legte Wittgenstein eine Hand auf den Arm, um ihn für einen Augenblick von der Arbeit an seinem Pferd abzuhalten, in die er sich flüchtete. »Ich erwäge derzeit zahlreiche Möglichkeiten«, erwiderte der Söldner. In Roma hatte er eine Zeit lang einen fast kameradschaftlichen Umgang mit Eliphas gepflegt. Aber seit sie die Nachricht von Hiobs mysteriösem Todesstoß ereilt hatte, war die alte Fremdheit wieder da. »Aber viel wichtiger ist doch, was willst du tun, Eliphas von Bern?« Der Schweizer seufzte. »Ich bin Templer mit zahllosen Auszeichnungen für Tapferkeit und Kompteur einer Beutereiterrotte«, entgegnete er. »Du sagst das immer noch, als seien das Ehrentitel«, bemerkte Irene verächtlich, aber auch ein wenig verwundert. Doch ihr ätzender Tonfall schien Eliphas nicht aufzufallen. Er trat einen Schritt von den beiden zurück und sagte: »Ich habe mit meiner Rotte gesprochen. Alle sechs werden mir folgen, wo auch immer ich hinzugehen beschließe. Aber fünf von ihnen, alle außer Flava, haben mir zu verstehen gegeben, dass es ihnen mehr als recht wäre, wenn der Weg, den ich wähle, zurück in den Schoß von Mutter Kirche führt. Und was soll ich sagen?
Das deckt sich rein zufällig mit meinen Absichten. Was? Platzte es aus Irene heraus. Wie kannst du nach allem, was geschehen ist, auch nur ernsthaft in Erwägung ziehen? Eine ähnliche Diskussion haben wir in Prag schon einmal geführt, erinnerst du dich? Und wie damals kann ich nur sagen, du verstehst mich nicht. Du hast leicht reden. Du gehörst nicht zur Hierarchie der angelitischen Kirche. Ich bin ein Kompteur. Ich habe geschworen, der Kirche treu zu dienen. Sie ist meine Heimat und die meiner Rotte, die wiederum die einzige Familie darstellt, die ich habe. Ja, ich habe gesehen, wie Gottesmänner sündigen und sogar mordeten. Aber sie sind auch nur Menschen und ich gehöre einfach zur Kirche. Das ist eine Entscheidung, die ich vor langer Zeit nach einer jahrelangen Suche gefällt habe. Dort ist mein Platz. Nach dieser ungewohnt langen Rede fühlte sich der Kompteur erschöpft. Dennoch setzte er hinzu: Wir werden uns irgendwo in den Alpen, vielleicht auch drüben in Gabrielsland, ein kleines Kloster suchen, wo man meinen Namen nicht kennt und in dem wir Dienst tun können, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Im Susat braucht immer Leute, die bereit sind zuzupacken, wo Not am Mann ist. Er hielt inne und ging ein paar Schritte im Stall auf und ab, der sich inzwischen geleert hatte, weil die Rotte bereits bei Tee und heißem Reiswein in der Schankstube saß. Wittgenstein und Irene sahen ihn nur schweigend an. Nach einer Weile sprach der Kompteur weiter. Wenn wir dieses Tempo beibehalten, sind wir in 5, vielleicht 6 Tagen, je nach Witterung, wieder in der Herberge am Brenner, die Raphaeliten unterhalten. Dort werden sich unsere Wege trennen. Natürlich werden meine Rotte und ich euch beide nie gesehen haben, sollte man uns danach fragen. Beide nickten stumm. Irene, lässt du mich einen Augenblick mit Wittgenstein allein? Die Raphaelsländerin schritt kommentarlos Richtung Herberge, blieb aber dicht neben dem Schweizer noch einmal stehen und sagte: Eliphas von Bern, ich weiß nicht, ob ich deine Entscheidung je verstehen werde. Ganz bestimmt werde ich sie nie gutheißen, aber ich akzeptiere sie. Du bist ein aufrechter Mann und ich bin dir bis zu meinem Lebensende zu Dank verpflichtet. Dir und deinem verrückten Reitern. Damit verließ sie hoch erhobenen Hauptes den Stall. Wittgenstein hatte sich auf einem Heuballen niedergelassen und stopfte andächtig eine kurze Meerschaumpfeife. Als Irene außer Hörweite war, knurrte er am Pfeifenstiel vorbei. Du weißt, dass das alles andere als ungefährlich ist, was du davor hast, Kompteur. Ich weiß. Eliphas sah jetzt deutlich niedergeschlagener aus als noch 10 Minuten vorher, als er Irene gegenüber Entscheidenheit demonstriert hatte. Es muss nicht so enden, sagte Wittgenstein und schaffte es endlich, seine Pfeife zum Brennen zu bringen und drauf loszupaffen. Doch, murmelte Eliphas. Was ich eben zu Irene gesagt habe, stimmt. Ich bin ein altes Schlachtross. Ich würde nicht wohin, wenn ich plötzlich Kutschen ziehen oder Äcker pflügen müsste. Dann wechselte er abrupt das Thema. Aber was ist mit dir? Du erwägst gar nicht in diese zahlreichen Möglichkeiten? Stimmt. Und du wirst sie zu ihrer Familie zurückbringen? Stimmt auch. Du kennst mich einfach schon zu gut, grinste der Söldner. Ich bin froh, dass du so entschieden hast. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit, lächelte Eliphas. Pass gut auf sie auf. Du magst sie, stellte der Einäugige fest. Wer täte das nicht, entgegnete der Kompteur und schnitt eine Grimasse. Du hast doch noch etwas auf dem Herzen, Schweizer, sagte Wittgenstein mit gerunzelter Stirn und erhob sich. Der Kompteur haderte offenbar mit sich selbst. Der Söldner wartete. Dann straffte sich Eliphas, nachdem er offensichtlich zu einem Entschluss gekommen war. Wittgenstein, hör zu. Ich sage das nur einmal
und ich bin mir nicht ganz und gar sicher, ob es richtig ist, was ich tue. Wie gesagt, ich gehe zurück zur Kirche, denn dort ist meine Heimat. Aber es gibt etwas, das dort nicht hingehört, das auf keinen Fall in die Hände des Klerus fallen sollte. Menschen haben darum gekämpft und Engel sind deswegen gestorben. Wenn ich es behalte, wird man es mir ganz ohne Zweifel abnehmen. Das darf nicht geschehen. Eliphas hielt inne, holte tief Luft und fuhr fort. Ich vertraue dir das an, wofür Hiob gestorben ist, Wittgenstein. Sag es ihr nicht, aber sorge dafür, dass sein Tod nicht umsonst war, hörst du? Ich weiß, du wirst eine Möglichkeit dazu finden. Dann ging er in die Hocke und öffnete eine Satteltasche, die Pandano im Stall zurückgelassen hatte. Er entnahm der linken Tasche einen schmuddeligen Beutel und reichte ihn Wittgenstein. Der öffnete den Zugriemen, mit dem der Beutel verschlossen war, und öffnete ihn ein Stück. Darin blinkte eine prächtige goldene Kassette. Das Liber Raguelitorum, das Ordensbuch der Raguiliten, sagte der Kompteur ruhig. Derzeit wohl der meistgesuchte Gegenstand in ganz Europa. Dann wandte er sich brüsk ab und stapfte zur Herberge hinüber. Wittgenstein sah ihm nachdenklich nach und zog den Beutel wieder zu. Gott segne dich, Eliphas von Bern.